So Leute, die Spoiler zum Black Clover Kapitel sind da und hier wird es wieder nur Dialoge geben, aber was sie Nacht wieder erklärt hat und diesmal was hier wirklich passiert, ist unglaublich. Also ich habe wirklich Bock drauf und es wird schon sehr interessant an sich. Jedenfalls Leute, Vorsicht, Spoilergefahr für die, die auf jeden Fall nicht gespoilert werden wollen im Black Clover Manga, würde ich natürlich empfehlen, dieses Video zu verlassen. Wenn euch das egal ist, dann natürlich viel Spaß. Wir wissen natürlich auf jeden Fall, dass Nacht jetzt nun sich bei der Konferenz der Ordensführer eingeschleust hat und ja, man soll auch sagen, der Typ weiß einfach eine Menge und der hat auf jeden Fall den Leuten klar gemacht, was jetzt da eigentlich abgeht. Er hat den Leuten auf jeden Fall erklärt, wie das mit dem Clifford oder so wie das heißt, irgendwie bedeutet, was da wirklich passieren soll, beziehungsweise warum jetzt irgendwie William und Yami sterben, beziehungsweise was alles gemacht werden muss. Und der hat wirklich gewissermaßen alle Informationen, die wichtig sind. Und Leute, der hat wirklich richtige Informationen, so richtig alle Informationen. Nicht gerade sehr viel, weil auch die Kapitel, also die fotografiert worden sind, sehr verschwommen sind. Also kann man echt nicht so viel dazu sagen. Im Großen und Ganzen ist es halt eher so gewesen, dass man auf jeden Fall sehen konnte, wie hier vier weitere Dämonen irgendwie hinter ein paar Ordensführer aufgetaucht sind. Irgendwie einer mit einer Katze, die andere hat irgendwie so einen Kuhkopf. Also es ist irgendwie ziemlich komisch und ich glaube, man sagt, das soll irgendwie Nachts Teufel gewesen sein. Man hat hier auch gesehen, dass Nacht seine Teufelskräfte eingesetzt hat. Also schon ziemlich krass, was hier eigentlich insgesamt abgeht. Das Wichtigste, wo wir erstmal hier irgendwie ansprechen sollten, ist nämlich, dass halt eben zwei von den Leuten auf jeden Fall wussten, wer Nacht ist. Hier hätten wir Jack genauso wie Julius. Die zwei wussten nämlich, dass es Nacht gibt, dass der der Vize ist, aber die wussten nicht, dass der ein Teufelswirt ist. Das ist das Interessante. Die anderen kennen Nacht überhaupt nicht. Also die wissen gar nicht mal, dass er existiert hat. Grundsätzlich wurde auf jeden Fall das Clifford im Großen und Ganzen natürlich erklärt. Es soll nämlich so sein, dass es halt 7 Tage Zeit ist. Also gewissermaßen 7 Stufen da gibt, um halt irgendwie diese Tore aufzumachen. 7 Tore, die man öffnen muss, um die Teufelswirt halt eben zu verbinden. Also man hat nicht gerade wirklich sau viel Zeit. Das sollte klar sein. Es soll irgendwie so sein, dass es 10 Dämonen in diesem Clifford verstreut sein wird. Also heißt es auch mit anderen Worten 10 Gegner wahrscheinlich. Was ziemlich geil ist. Also, sind wir ehrlich. Kommt schon. 10 Teufel-Gegner. Holy shit, das ist voll cool eigentlich. Hier wurde gesagt, dass natürlich, wenn du tiefer in diesen Clifford reingehst, also die Tore, desto stärker sind auch die Teufel. So wird das hier natürlich gesagt. Man muss natürlich auch warten auf die offizielle Übersetzung, weil man nicht genau sicher sein kann. Aber es ist auf jeden Fall klar, hat man es irgendwie in die 7 Tage geschafft, irgendwie das mit den Toren zu öffnen, dann ist natürlich auch safe sicher, dass Yami und William natürlich sterben werden und zusammen mit den Clifford halt eben vermischt werden, so wie es gesagt worden ist. Also die zwei sind so gut wie am Arsch, wenn das weiterläuft. Irgendwie schade, weil ich bin schon so ein Typ, der würde echt gerne die Tore geöffnet haben. Aber wenn das passiert, muss ja Yami und William sterben. Und das ist ja natürlich das Allerschlechteste. Ach, Kacke, Alter. Egal. Das kann man nichts machen, ne? Also im Großen und Ganzen ist es ziemlich interessant hier, was man auf jeden Fall von ihm gehört hat, ne? Es ist halt wirklich ziemlich klar, dass Lucifero sehr wichtig für die Story allgemein ist als Gegner. Also Lucifero halten wir wirklich im Kopf, ne? Wir wissen, wie stark Dante war. Dante hat verloren, aber wir müssen, denk doch, sagen, Lucifero ist eine andere Stärke. Lucifero ist irgendwie ein bisschen anders und man könnte sagen, dass er wahrscheinlich der richtige Gegner sein wird. Der richtige Badass-Gegner für diesen Arc. Das sollte wahrscheinlich wichtig sein. Von Nacht wurde auf jeden Fall nochmal sehr wichtig gemacht, dass Asta sau wichtig ist. Er Schlüssel zum Sieg ist, um die Daktrianen zu besiegen und im Allgemeinen auch das Clifford aufzuhalten. Und jetzt kommt dann eher so das Allerwichtigste. Hier wurde gesagt, dass alle nicht gerade viel Zeit haben. Das Wichtigste ist erstmal, Asta stärker zu machen. Also die Antimagie noch stärker zu machen, als es eigentlich schon ist. Das hat wirklich Potenzial. 3 Tage Zeit haben die, beziehungsweise 3 Tage Zeit wird benötigt, um Asta jetzt zu trainieren. Mehr gibt es nicht, das ist jetzt echt so. 3 Tage, mehr nicht. Wird interessant sein und Leute, ja, es gibt Schlimmeres, muss man sagen, aber 3 Tage... Mal sehen, ob das hier wirklich funktioniert. Kann man ja nicht genau wissen. In der Zeit sollte auf jeden Fall irgendwie klar sein, dass die anderen, also die Ordensführer, Leute suchen sollen. Starke Magier werden gesucht, um gegen diese Leute zu kämpfen. Heißt, es werden jetzt insgesamt, ich weiß nicht genau, wie viele Leute gesucht werden, um da mitzukommen. Auf jeden Fall soll es so sein. Und Nacht hat deutlich gemacht, dass auf jeden Fall die vom Clover-Königreich zu 100% Spell-Königreich jetzt angreifen müssen. Es gibt kein Hin und Zurück mehr. Es muss passieren, dass der Angriff gestartet wird, weil sonst ist es viel zu spät. Das ist das Ding. Die Ordensführer, allgemein Julius, sie müssen jetzt erstmal Leute suchen, um gegen die zu kämpfen. Und da könnte natürlich sehr interessant sein. Ich bin natürlich sicher, dass auf jeden Fall viele Ordensführer
Ordensführer dabei sein werden, weil diese Mission sehr wichtig ist. Und zum anderen kann man natürlich auf jeden Fall sagen, dass hier Yuno dabei ist. Und die Frage an sich natürlich, was ist mit Noelle und die anderen, das wurde in diesem Kapitel zu 100% nicht beantwortet. Die kamen hier nicht vor und das macht mir immer noch irgendwie Angst. Also halten wir fest, wir werden auf jeden Fall Asta einen 3-Tage-Training bekommen müssen. Und ja, das wird sehr interessant. Ich bin gespannt, ob diese 3 Tage eine Art Timeskip bekommen werden oder ob das noch ein bisschen anders gemacht wird. Aber auf alle Fälle, von der Information her, vom Dialogenmäßig her, ist das Kapitel ziemlich nice. Und ich bin gespannt, was wir noch so alles in dem morgigen oder Sonntagskapitel bekommen werden. Ob das Kapitel jetzt morgen natürlich mit den japanischen, koreanischen Texten draußen ist, ist schwierig zu sagen. Die eine Seite wurde gesperrt, die das veröffentlicht. Deswegen muss man sagen, vielleicht warten wir dann doch eher auf Sonntag. Da bin ich aber noch nicht sicher. Natürlich werde ich euch auf der Laufenden halten. Leute, wenn euch doch dieses Spoiler gefallen hat, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet mit den ganzen 7 Tore, weitere Teufel, 10 Dämonen, die noch stärker sein könnten und Lucifero, der richtig gefährlich sein müsste. Und dazu, dass Asta natürlich der Schlüssel zum Sieg ist. Leute, gerne alles in die Kommentare. Wenn euch doch dieses Spoiler-Talk gefallen hat, dann würde es mich auf jeden Fall mal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts nämlich Nummer 2 Videos für dich und den Links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.